So, ich bin jetzt kurz in der Sorge. Der Brocken, den habe ich schon ein paar Kilometer hinter mir gelassen. Ich hatte jetzt gerade mit meiner Mutti telefoniert, um Rat gebeten. Weil ich selber nicht wusste, ob ich das Kyffhäuser-Denkmal noch abfahre oder nicht. Und sie hat halt gemeint, dass ich schon eine Leistung abgeliefert habe. Und ich weiß nicht, also ja, ich einerseits erkenne ich es mir an und andererseits denke ich mir, da geht noch mehr. Aber meine Batterien oder Akkus, whatever, sind halt auch wirklich schon im Reservezustand. Und dadurch, dass ich gestern auf dem Borken war, danke euch, was sich auch voll gelohnt hat, habe wieder entspannte Leute getroffen und konnte einen richtig geilen Sonnenaufgang heute früh anschauen. Das reicht. Ich habe jetzt die sinnige Entscheidung getroffen, direkt nach Erfurt zu fahren. Das sind jetzt auch nochmal fast 7 Stunden Fahrt, 100 Kilometer. Und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung. So habe ich heute noch genug Zeit, mich ordentlich nachzubereiten, mir eine richtig geile heiße Dusche zu gönnen. Darauf freue ich mich schon so dermaßen. Und mich dann in Anführungsstrichen hübsch zu machen kann für die Firmenfeier, die heute Abend 20 Uhr noch ansteht. Die Mutter meinte noch, ja, kannst du nochmal ein kleines Schläfchen machen. Ich glaube, wenn ich das machen würde, Pferdchen, schöne Pferdchen sogar. Wo sind sie? Oh, Düs? Da. Hat gemeint, naja, kannst du ja noch einen Mittagsschlaf machen? Ein Powernap. Ich sag, nee. Wenn ich jetzt einmal mich hinlege, heute Abend oder nachher, wenn ich zu Hause bin und schlafe, dann schlafe ich durch bis morgen früh. Und ich würde ungern die Party verpassen, auf die ich mich auch schon so dermaßen freue. Von den Leuten, mit denen ich dann in Zukunft zusammenarbeiten werde. Also, das Schicksal oder das Glück ist auch auf meiner Seite. Es sind zum Glück nur 400 noch was Höhenmeter bis Erfurt. Es kommt jetzt noch mal ein kleiner Anstieg, ein kleiner Berg, ein kleiner Hügel, whatever. Und danach nur noch bergab. Kurz vor Erfurt nochmal. Wenn es ins Erfurter Becken geht, geht es nochmal ein Stück hoch. Aber das stört mich nicht. Nur damit ihr da jetzt auf dem neuesten Stand seid und Bescheid wisst, was abgeht. Zu essen habe ich jetzt gar nichts mehr. Also, ich hatte schon die Augen offen nach dem nächsten Gasthof, Raststätte, irgendwas, wo ich mir hoffentlich einen schönen, großen, heißen Kaffee ergattern kann und vielleicht sogar ein Frühstück. Ich will nicht irgendwelche Ansprüche stellen, aber dennoch wünsche ich mir so ein paar gebratene Eier und 2 belegte Brötchen mit Butter. Ich weiß nicht warum, aber ich habe so richtig einen Hieb auf Butter. Mir würde im Endeffekt auch einfach nur eine Semmel reichen, also ein doppeltes Brötchen beschmiert mit Butter und der Kaffee dazu und ein bisschen Salz oben drauf. Das wäre für mich schon so das Nonplusultra. Ich sage, ja Mann, geil. Eins, was ich auf jeden Fall machen werde,
was bei mir schon mittlerweile Tradition ist. Ich werde mir in Erfurt, Achtung Schleichwerbung, in Gognitu einen Burger holen. Weil das habe ich bis jetzt immer gemacht, nach jeder Fahrradtour oder nach jeder längeren Fahrradtour bin ich dorthin gegangen und habe mir einen schönen Burger geholt. Das war so für mich der Punkt, okay, du bist wieder in Erfurt, du bist wieder zu Hause, hast es einfach geschafft. Und ich werde mir auf jeden Fall die Haare wegrasieren, das sieht ja aus wie der Mann aus den Bergen. Damit ich endlich mal wieder aussehe wie ein Mensch. Ja, mal schauen, wo heute noch, was heute noch kommt, was heute noch passiert. Ob das Wetter so jetzt bleibt, wie es ist. Oder ob noch Regen kommt. Ich lasse mich überraschen. Bis jetzt ist es beständig, es ist angenehm kühl, was mir sehr, sehr zugute kommt. Weil gestern und vorgestern die Tage, die waren ganz schön heiß. Mein Tattoo in Anführungsstrichen, was ich mir auf meinen rechten Oberschenkel gemalt habe, was ich dann in Erfurt euch mal zeigen werde, kann natürlich heute nicht weiter in Anführungsstrichen wachsen. Also der Plan war es ja, die Sonne arbeiten zu lassen und die Oberschenkel braun werden zu lassen. Und da, wo ich das mit einem Edding drauf gemalt habe, sollte es ja dann weiß werden. Bei bewölktem Himmel wird das natürlich nichts. Hat jemand von euch schon mal bei bewölktem Himmel Sonnenbrand bekommen? Oder braune Haut, sagen wir es mal so. Ja. Dann wisst ihr erstmal Bescheid. Seid auf dem neuesten Stand. Ich glaube, es war keine falsche Entscheidung. Oder sagen wir es mal anders, es war die richtige Entscheidung, weil mein Arsch tut nämlich auch dermaßen weh. Das ist. Heieiei. Das ist wie wenn jetzt jemand so kleine Nadeln, Reißzwecken an zwei bestimmten Punkten hat. Das ist schon richtig stechender Schmerz. Aber das ist auch für mich ein Zeichen, zu sagen, okay, ich brauche unbedingt einen anderen Sattel. Im Endeffekt brauche ich eigentlich ein komplett neues Fahrrad. Aber kommt Zeit, kommt Rad. Und ein ordentliches Reiserad kostet halt auch gleich mal 1200 Euro. Also ich bin schon am Sparen, aber es sind halt immer zwischendurch finanzielle Sachen gekommen, die wichtiger waren, die ich zu begleichen haben, tun, machen soll. So, jetzt gucken wir erstmal. Also auf jeden Fall geht es heute über Nordhausen und von dort aus nach Erfurt. Ich fahre erstmal und schaue, was noch kommt, was noch passiert. Oh, hier ist sogar der Dreiländerstein. 4 Kilometer. Vielleicht komme ich ja da noch zufälligerweise vorbei. Ihr wisst, dass man Bescheid seid auf dem Stand. Und wir sehen uns. Na? Morgen! Ja, vielleicht sollte ich auch die Kamera ausmachen und nicht einfach weiterfahren und ihr seht mich röcheln und schwer atmen. Bis dann.